Angefangen haben ihre Knieschmerzen vor 2 Jahren. Vor allem das Treppensteigen wird für Ursula Schmidt zur Qual. Sie geht zum Orthopäden. Der lässt MRT und Röntgenbilder machen und sieht, ihr Meniskus hat einen Riss. Das muss operiert werden, so der Arzt damals. Das Einzige, um die Schmerzen wegzubekommen, müsste man eine Arthroskopie machen. Der Orthopäde entfernt den eingerissenen Teil des Meniskus, den Meniskusriss, wie hier in der Animation zu sehen. Dieser Eingriff soll ihr die Schmerzen nehmen, doch es kommt ganz anders. Danach hatte ich nur noch Schmerzen, Tag und Nacht. Mit ihrem schmerzenden Knie sucht sie Rat bei Markus Tröger. Dem ist schnell klar, Verursacher ihrer Schmerzen war gar nicht der Meniskus, sondern Knorpelschwund, Arthrose. Und die ist durch die OP sogar noch schlimmer geworden. Das kann eben genau fatal sein. Das heißt, wenn der Patient wirklich eigentlich schon von Arthrose die Beschwerden hat, jetzt wird eine Arthroskopie gemacht und es wird der restliche Meniskus auch noch entfernt, dann fehlt dem Patienten eigentlich noch dieser Puffer, den der Meniskus ja eigentlich darstellt. Das heißt, die Patienten haben dann häufig eher sehr frustrane Verläufe, wo die Beschwerdesymptomatik sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Monaten rasch zunehmen kann. Und die werden eigentlich noch schneller in die Arthrose getrieben, als sie sonst unter Umständen mit dem Restmeniskus noch gewesen wären. In ihrem Gelenk reibt Knochen auf Knochen. Ich kann mich wieder aktiv bewegen. Um die Schmerzen endlich loszuwerden, muss sie noch einmal operiert werden. Ein großer Eingriff. Ursula Schmidt kann jetzt nur noch eine Teilprothese helfen. Wir sehen regelmäßig viele Patienten, die letztendlich arthroskopisch operiert worden sind und dann innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr sehr rasch die Arthrose weiterentwickeln und eigentlich mit dem Knie nicht mehr zurechtkommen. Also das ist ein sehr häufiger Befund und eine sehr häufige Leidensgeschichte, die wir so eigentlich täglich sehen. Oft, vor allem bei älteren Menschen, verursacht gar nicht der Meniskus die Schmerzen im Knie. Viele werden aber dennoch operiert, nur weil das Bild einen eingerissenen Meniskus zeigt. Zu oft richten sich Ärzte ausschließlich nach den Bildern, bemängeln Experten. Es gibt Kollegen, die sehr schnell handeln und sagen, es muss operiert werden. Es gibt andersherum Studien unter 40-Jährigen, die zeigen, dass bei 6% aller unter 40-Jährigen schon ein Meniskusriss zu sehen ist, obwohl die gar keine Beschwerden haben. Und das muss natürlich genauso wenig operiert werden wie der Meniskusriss, der im Rahmen einer Arthrose gesehen wird, aber nichts mit dem Beschwerdebild gerade zu tun hat. Diese Kernspintomographie werden immer hochauflösender und Sie sehen manchmal Risse in einem Ausmaß, wie sie dann in Wirklichkeit manchmal gar nicht da sind. Also eine klinische Untersuchung, ein exaktes Gespräch mit dem Patienten ist, glaube ich, davon ganz existenzieller Bedeutung. Auch Astrid Reinke und Michael Andreas sollten am Meniskus operiert werden, hatten aber Bedenken, ob das wirklich sein muss. Deshalb holten sie sich beide eine zweite Meinung bei Oliver Dirk. Der Orthopäde rät ab, da es sich auch bei ihnen um verschleißbedingte Meniskusschäden handelt. In dem Fall ist es so, die Operation hätte das MRT-Bild, also das diagnostische Bild, verbessert. Man hätte am Ende sagen können, der Riss ist entfernt worden. Wir hätten ein Bild operiert. Der Patientin wäre es wahrscheinlich genauso gut gegangen, wie es ihr heute ohne Operation geht. Stattdessen verordnet er zunächst Physiotherapie, dann gelenkschonenden Sport und eine spezielle Schmerztherapie. Ich bin zweimal zur Physiotherapie die Woche und merke immer praktisch von Woche zu Woche, dass es besser wird. Ich kann mein alltägliches Leben wieder voll aufnehmen und bin froh, dass ich momentan nicht, also um eine Operation rumgekommen bin. Wenn allerdings ein intakter Meniskus durch einen Unfall eingerissen ist oder Teile eines verschlissenen Meniskus das Gelenk bedrohen, dann muss operiert werden. Die Ärzte raten, bei verschleißbedingten Meniskusschäden vor dem Eingriff eine zweite Meinung einzuholen, um nicht wie Ursula Schmidt unnötig auf dem OP-Tisch zu landen.